Wie bereits angekündigt, haben wir heute einen Gast in der Sendung. Ich darf Stefan Pitzen mal neben mir begrüßen. Hallo Stefan, vielen Dank, Hallo. Dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und uns heute bei uns bist. Stefan, vielleicht kannst du mal ganz erzählen, du bist ja seit dem 1. Januar jetzt CEO bei der Inline-Unternehmensberatung. Kann man ganz kurz deinen Weg bis dahin erzählen? Wie hast du die Aufgabe angenommen? Ja, die Aufgabe hat ja, wie du schon gesagt hast, am 1. Januar jetzt endlich offiziell begonnen. Und ja, die ersten Tage war in der Zentrale, mal einen Überblick verschaffen, dann auf der Straße sozusagen, habe mir einige Studios in Hessen und in Ostdeutschland angeschaut, um auch mal da einen Eindruck zu bekommen. Und habe alle Betreiber auch angetroffen, das war sehr gut, schon tolle Gespräche geführt. Und ja, jetzt vergangenes Wochenende, ganz frisch, war das Beratertreffen. Habe schon sehr viel erlebt die letzten zwei Wochen. So hört sich's an, ja. Du hast jetzt in der Rolle des CEO eine ziemlich viel Entscheidungsgewalt. Was sind dir denn so wichtige Dinge, die du in der Zukunft angehen möchtest? Ja, grundsätzlich gibt es ja eine Vision hinter der ganzen Sache. Das war ja auch meine Herausforderung, um das Ganze anzunehmen. Ja. Aber ich sehe es mittlerweile gar nicht mehr so als die Herausforderung, sondern als einen Auftrag. Ein Auftrag, diese Marke Inline Enjoy in Europa zu etablieren, als Marktführer, als Trendsetter zu fungieren und ja, da in der Branche auch ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Kannst du ganz kurz was über die Maßnahmen sagen, mit denen ihr das erreichen möchtet? Wir wollen in erster Linie mal die Clubs, wir haben jetzt ja knapp 200 Franchise-Clubs auf der Enjoy-Seite und ca. 250 auf der Inline-Seite. Und da geht es jetzt darum, dass wir natürlich auch den Clubs Leistungen offerieren. Wir wollen tolle Kampagnen machen. Klar, das ist ein Basic natürlich, offline wie auch online. Wir möchten gute Netzwerktreffen anbieten in ganz Deutschland, wo die Betreiber dann auch abends mit tollen Ideen und einer tollen moderierten Runde dann auch nach Hause gehen. Dann sind natürlich ganz wichtig die Einkaufsvorteile, dass die Clubs, die bei uns im Verbund sind sozusagen, auch wirklich Alleinstellungsmerkmal sozusagen Vorteile haben von Partnern, Sponsoren, was auch immer. Die Beratung vor Ort ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass den Kunden sozusagen auch geholfen wird von den Beratern, auch von meiner Erfahrung die letzten 30 Jahre. Das kann man natürlich auch nochmal ergänzen per Videokonferenz, per Skype, da gibt es ja heute die tollsten Möglichkeiten. Ja. Ja, das sind ja mal so ein paar Punkte, wo wir ansetzen wollen zu Beginn mit den Basics. Du hast ja für das Unternehmen den Leitspruch, die Marke emotional aufladen, geprägt. Was steckt da für dich dahinter? Ja, wir arbeiten hier im Dienstleistungssektor. Dadurch haben wir jeden Tag tagtäglich mit Menschen zu tun. Und für mich ist ganz entscheidend dieser Faktor Menschlichkeit. Der wird auch in Zukunft, wenn es nicht schon so ist, der entscheidende Erfolgsfaktor auch sein bzw. werden. Und deswegen kam so dieser Spruch, die Marke emotional aufladen. Da geht es darum, Emotionen zu verbinden und Beziehungen zu fördern. Und wir haben ja im Unternehmen einen riesigen Erfahrungsschatz. Es sind sehr viele Berater, die sind schon seit 20, 30 Jahren dabei. Ich bin jetzt auch schon 30 Jahre in der Branche und das wollen wir einfach nutzen. Dazu gehören auch Werte, die wir ja nicht nur vorgeben wollen, gewisses Wertesystem, sondern auch dann vorleben. Bei dir schon mal viel Erfolg für den Weg, den du gehst und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen. Ja, danke. Vielen Dank. Bis Gespräch. Ja.